Wir haben diesen Investmentplan von Anfang an sehr herzlich begrüßt, weil wir gesagt haben, das ist ein großer Ansatz, nicht ein kleiner Schritt, sondern ein großer Schritt, um Investlücken zu schließen. Und wir glauben, dass dieser Plan, der Juncker-Plan, diese Lücke schließen kann. Das wird auch insbesondere dann funktionieren, wenn die Synergien und die Verhältnisse zu den Strukturfonds geklärt werden, sodass beide ihre eigenen Ergebnisse, ihre eigenen Leistungen erbringen können. In der Europäischen Union kommt es immer wieder darauf an, dass man von anderen lernt. So haben wir also versucht, Beispiele zu sammeln, Erfahrungen zu sammeln, die einige schon gemacht haben. Und diese Erfahrungen geben wir an andere weiter. Wir haben sehr fruchtbare Gespräche mit der Kommission geführt, mit der Europäischen Investbank, und haben gemeinsam einen Guide, eine Broschüre produziert, in der wir gute Beispiele, gute Erfahrungen vermitteln, aus denen diejenigen, die neu anfangen, die das Instrument neu nutzen wollen, lernen können und ihre eigenen Erfahrungen ziehen können. Das sind zwei Punkte, die wesentlich sind. Das eine ist Information. Damit haben wir uns schon beschäftigt und deshalb haben wir unseren Guide produziert. Die Information ist lebensnotwendig hier. Das zweite ist, das Verhältnis des Investmentfonds zu den Strukturfonds muss geklärt werden. Sie haben Ähnlichkeiten, sie haben Überschneidungen, aber sie haben auch ganz unterschiedliche Zielsetzungen. Strukturfonds sind langfristig angelegt, der Investmentplan will kurzfristige Erfolge haben. Und ich denke, wenn das Verhältnis der Synergien zwischen beiden gut geklärt wird, dann kann es zu einem optimalen Erfolg kommen. Ich habe es bisher nicht gehört. Meine eigene Region hat auch noch keine Erfahrungen gemacht auf diesem Gebiet. Aber ich muss sagen, wie ich die Europäische Union kenne, halte ich das für wahrscheinlich. Bei den Strukturfonds ist das im Augenblick auch eines der größten Probleme und größten Hindernisse, die wir haben, der bürokratische Aufwand. Und wir sollten daraus lernen und es bei dem Investmentplan vermeiden, diese Fehler nochmal zu machen.